Darf ich auf der Arbeit mit einer weiten Arbeitshose, einem langen Oberteil arbeiten, mit Kopftuch? Aus Sicherheitsgründen sind keine Jilbabs erlaubt. Ihr solltet wissen, liebe Geschwister, das Arbeiten der Frau ist eigentlich kein Problem bei uns im Islam. Aber mit Bedingung. Eine Bedingung ist, dass sie ihre Aura nicht entblößen darf. Und die Aura von der Frau ist von Kopf bis zu dem Fuß. Mit unterschiedlicher Ansicht der Gelehrten, die sagen auch Gesicht und Hände. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, außer Gesicht und Hände, so ist der Hijab verpflichtend. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte in einer authentischen Überlieferung, es gibt eine unauthentische Überlieferung, aber in einer authentischen Überlieferung sagte er: Innal mar'ata aura, fa'idha kharajat min baytiha istashrafaha shaitan. Die Frau, die ganze Frau ist Aura. Und wenn sie aus dem Haus herausgeht, hegt der Shaitan die größte Hoffnung darauf, dass er sie irregehen lässt. Warum? Weil sie ihre Aura nicht richtig bedeckt hat. Und natürlich eine Frau, wenn sie eine Hose anzieht, ist ihre Aura zu sehen. Deswegen empfehle ich der Schwester, dass sie sich nach einem anderen Job umschaut. Möge Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen. Und denke, es gibt eine Regel bei uns: Man taraka shay'an lillah, awadahu Allahu khayran min. Derjenige, der eine Sache für Allah azza wa jalla lässt, für Allah, das ist das Wichtigste, so wird Allah sie ihm durch etwas Besseres ersetzen. Ja,